Das letzte Mal bei Minecraft Together. Und es wird heute Werbung geben. Sehr viel Werbung. Nicht am Mediamarkt denken. Ja. Seid mal eine kleine Verarschung, Mann. Nur 5 Spots, dann geht's weiter mit der Folge. Und dann kommt 10 Spots. Für wen will ich werben? Für ihn? Nein. Welchen Kanal willst du dann werben? Für einen neuen Kanal. Er heißt Wokeloi Top 10. Die Leitung ist leider unbekannt, ich weiß nicht, wem der gehört, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber der Kanal soll geil werden. Du willst jetzt alle Leute verarschen, wa? Ich will sie verarschen, ich sag nur die Wahrheit. Das war nicht ganz die ganze Wahrheit. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Chaos. Oh Gott, nein! Nein! Doch! Du verlängerst doch. Den... Ach du Scheiße, was ist das für ein fauler Sack, ey, mit dem ich arbeite? Der ist so faul, der hat nicht mal die Redstone-Fackeln aufgestellt. Oh Gott. Ja Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Together Staffel 2. Wir sind jetzt schon in den 10 letzten Parts, bis es vorbei ist. Aber draußen, die Folgen werden noch trotzdem noch richtig geil, keine Sorge. Und ja, ich habe heute einen geilen Mitkommentator dabei, willst du dich nicht vorstellen? Hi, ich bin ein Pixelcrafter. Ja, der geile Pixelcrafter. Besucht seinen Kanal, Link in der Videobeschreibung, ganz unten. Bitte lest sie euch durch. Wäre sinnvoll. Ja, er braucht eure Unterstützung. Ja, ich bin Geldgeil. Ja, in diesem Video geht es nicht nur darum, dass wir langsam die Lorbahn verenden. Wir sind ja jetzt bald so weit, dass wir die bis zur Insel übergebaut haben, dort wo dann der große Weiterfight stattfindet. Sondern wir wollen auch über ein geiles Projekt reden, weil dieses Video kommt ja am 9. Januar und dort startet ja das neue Projekt von mir. Genannt Minecraft Back to Root. Flo weiß ja bereits schon, worum es geht, aber ich möchte es auch mal euch mal erzählen, damit ihr mal wisst, ja, worum es da geht. Es ist eher, sagen, nicht so ein Wache-Projekt wie Dash oder Miro, das dürft ihr euch dir so vorstellen. Es ist eher was ganz anderes. Das habe ich, glaube ich, mal in einem anderen Minecraft-Part mal so angeteasert, was ich da so vorgestellt habe. Jetzt möchte ich mal so richtig nennen, worum es da geht. Also es geht darum, es findet alles auf der Namen Together EP Map statt. Es sind maximum 10 Leute dort drauf, ist ja klar, Athanos, da geht ja nicht mehr. Es werden 2 Teams gebildet, jeweils 5 Mitglieder. Und das Ziel ist es, mit dem Team zusammen es zu schaffen, dass mindestens einer in mein WG-Zimmer in der neuen WG kommt. Das ist im obersten Stock. Natürlich soll es ja auch schwierig werden. Das heißt, alle Teams werden so 10 Kilometer, sind rund 10.000 Blöcke, wegtippet. Das mache ich alles übernehmen. Und dann müssen sie als Team zusammenhalten und es bis zur Magnolia zurückschaffen. Die Richtung sage ich ja auch, welche Richtung die gehen müssen. Koordinaten könnt ihr anhaben. Ihr werdet ja alle in unterschiedliche Richtungen geschickt. Einige gehen werden nach Westen geschickt, einige nach Osten und die müssen dann zurückkommen. Es wird alles auf sehr schwer laufen, das heißt, ihr müsst auch gut überleben. Also es wird richtig Krach geben, aber ihr braucht keine Angst, dass ein anderes Team einfach aufkreuzt. Außer ihr trefft euch im Magnolia und müsst dann kloppen. Das kann passieren. Krass. Es wird richtig krass. Es muss aber mindestens nur ein Mitglied schaffen,
in mein Zimmer zu kommen, dort ganz oben. Also es muss jetzt das ganze Team reinkommen. Wenn es einer muss es schaffen und ich muss die gesamte Videoaufnahme auch mal gesehen haben, um zu entscheiden, wer wirklich zuerst drin war. Es wird das schon eine Plugin sein, also es wird keinen großen Stress geben. Ich mache alle TPen und dann, wenn ich sage los geht's, geht's los. Zur Information, wer mitmachen möchte, wir sind ja aktuell schon zu dritt. Der kann sich bei mir melden und sagen, ja, ich möchte gerne mitmachen bei diesem Projekt. Okay, es startete an dem Tag schon, aber ja, vielleicht machst du mal ein bisschen Werbung vorher. Aber ich hoffe, dass da auch Ruhe ist dann auch hier in den Konfis. Also ich möchte keinen Streit haben. Und es ihr müsst alle am Wochenende auch immer aktiv sein. Es kann ja maximum nur einer fehlen, weil ihr wisst ja, Atonos, ein freier Slot. Mehr kann ich mir nicht erlauben. Wisst ihr ja. Willst du sonst noch was dazu wissen? Du darfst ja natürlich fragen, so als Außenstehender. Nee, eigentlich nicht. Ja. Eigentlich so gesehen alles geklärt. Also wer Bock hat, der kann sich melden. Es wird natürlich richtig geil. Mal gucken, welches Team als erstes da ins Ziel kommt. Ich werde natürlich auch ein Team leiten. Und damit es auch schön schwierig bleibt, werdet ihr ein Gegentippet, wo noch nichts gebaut wurde. Also ihr braucht nicht hoffen, dass ihr irgendwo was von mir findet. Da wird nix sein. Sonst wäre es ja auch schon schön unfair. Da könnte ich einfach eine Lornbahn nehmen und einfach losfahren. Ja. Deswegen wird die eine Lornbahnarbeit erstmal eingestellt, bis das Projekt durchgezogen ist. Sonst hat das eine Team einen kleinen Vorteil. Ja. Nebenbei, wie läuft bei euch so Dash? Ja, es geht. Also wir haben jetzt ja in der letzten Folge erstmal Dias gefunden. Genial. Es hat viel zu lange gedauert und gar kein Zuckerrohr bekommen, gar keins. Oh. Es ist... Ja, das ist scheiße. Wir haben schon seit 2 Folgen nichts gefunden. Wir haben was gefunden, aber nur ganz wenig. Aktuell sind wir ja im Untergrund. Wir können schon ruhig sagen, weil das Video kommt erst 9 Tage später, also... Was du jetzt erzählst, das wäre nicht viel zu spät, wenn du sagst, wo du bist. Ja. Vielleicht bist du ja schon tot, dann ist es so egal. Vielleicht bin ich tot. Weil wir kämpfen ja, glaube ich, heute gegen einen. Und der ist voll Liga. Oh Gott, wer ist es denn? Bei Sick HD. Oh Gott, das war krass. Naja, Tomek, ich werde uns aber im Hintergrund aufhalten. Da wird ihr noch eine Weile warten müssen, bis wir uns mal zeigen. Ja, ich ging dann so in der Höhle. Ich spoilere jetzt ein bisschen meine Folge, die, keine Ahnung, in 5 Tagen kommt oder so. Ich gehe in der Höhle, denk mir nichts dabei. Ich dachte, da wären so... Das ging so ganz tief runter. Dann stehen da erstmal 4 Creeper und ich denk mir nur, ich muss schnell da runter springen. Und dann war ich fast tot, ey. Das war so knapp. Oh, wir haben schon so viel gesehen. Wir haben schon Hexen verkloppt. Das war lustig. Die Hexen haben es auf uns abgesehen. Aber jetzt ist doch keine Spinne unter den Augen gekommen. Frag mich nicht warum. Ja, ich habe auch erst eine Spinne gesehen. Und die hat keine Fan gedroppt. Ja. Ich hoffe, dass ich schaffe, einen präparierten Obsidian-Generator zu bauen. Weil ich kenne die Technologie. Wenn ich es schaffe, das ohne Glas zu machen, dann wäre das richtig geil. Ich habe noch nie ausprobiert, ob es ohne Glas funktioniert. Der Trick. Okay. Weil das fehlt uns auch, das Obsidian, weil zwar haben wir Obsidian gefunden, aber ich baue es nicht ab, ich habe keinen Bock zu sterben. Ich weiß, dass es unter Lava ist. Ja, wir haben Obsidian ja jetzt schon. Zum Glück. Ja, unsere Sachen wird sowieso keiner finden. Egal, selbst wenn man unsere versteckt findet, die Sachen kann man gar nicht finden, weil wir uns das immer bei uns rumschleppen. Wir denken schon ein bisschen mit im Voraus. Ja. Bei Messe war auf der Map, wir haben schon Angst gehabt, dass das zu uns kommt. Also, ich weiß nicht, wo Messi sich gerade rumtreibt, aber der ist für mich jetzt ein bisschen Gefahr. Ich weiß nicht, wo der jetzt ist, rumläuft. Ja, wir haben auch ein bisschen Angst, aber Atomic macht sich manchmal ein bisschen zu viele Sorgen. Ich habe schon aus meinen Fehlern gelernt, so bin ich auch wieder nicht. Dein Teamkollege macht damals manchmal auch extrem Sorgen, weil... Oh Gott, vorsichtig, nein! Ja, eigentlich schon ein bisschen. Ja. Das ist leider so.
Also wer von, weiß ich, ob bei sich ins Gras weiß oder ihr leider? Ja, ich glaube wir. Ja, dann kommt aber immer noch Marvin und dann war's das. Denn oh ja, der Start, der war schon behindert. Ja. Ach, richtig dumm, ey. Richtig dumm. Ich meine, ich habe erst in Folge 2 Atomic wiedergefunden. Ja, ich meine, wie heißt er? Nils war in Minecraft, glaube ich. Ja. Er bannt einfach Florian. Ja. Er bannt ihn einfach. Weil ich bin mir jetzt ganz sicher, warum Florian im Game Mode 1 war. Da ist ein abgekautes Spiel mit Fiber Gamer, aber bin ich mir ganz sicher, dass der es durchgezogen hat. Wahrscheinlich heimlich an der Konsole. Nils wusste davon, hat einfach nur geschweigt. Weil sonst, ja, wenn es aufgeflogen wäre, hätte es ja Klagen geregnet. Weil es krasser war, das kann ich dir gerne erzählen. Der Fiber Gamer, weil der Flo, glaube ich, hat ja bezahlt, den Server und das Plugin. Rate mal, was mit Fiber Gamer zu tun hat. Fiber Gamer hat nämlich einen Anteil bekommen von dem Geld. Der hat einfach einen Anteil bekommen. Ach du Scheiße. Der verdient heimlich Geld mit sowas. Alter, das ist Betrug, Mann. Den müssen wir anzeigen eigentlich dafür. Das ist eine Straftat, einfach so. Ja. Nächstes Mal lassen wir es Benny machen. Und dann wissen wir, dass wenigstens nicht so eine Scheiße passiert. Aber ernsthaft, so einfach Profit machen von einem normalen Projekt. Ja. Das ist richtig scheiße. Das ist eigentlich arschlöchrig, was er macht. Ja. Total ein Asshole. Ja. Ich meine, deswegen bin ich auch in der ersten Folge direkt, eine Minute bevor ich eigentlich rausgekickt werde, bin ich einfach gequittet. Hat mir einfach gereicht. Ja, ich habe mir deine erste Folge angeguckt. Ja, die zweite kommt noch. Die war ziemlich aggressiv, würde ich sagen. Richtig aggressiv. Die zweite ist auch noch ein bisschen aggressiv. Da kommt auch, da bin ich schon darauf gestoßen, auf die Information mit Firework Gamer. Da wird das auch Atomic zugeben, dass Firework Gamer das Ganze vorgeschlagen hat. Ja. Das passt auch so ziemlich zusammen wie Arsch auf Eimer. Seth Ways to Die. Ist einfach richtig lächerlich. Um zu beweisen, dass er das bessere Projekt hat, einfach zu solchen Mitteln greifen, ernsthaft. Ich weiß auch nicht, was in seinem Kopf losgeht. Deswegen an allen euch, die Minecraft spielen, nehmt niemals bei Seven Ways to Die mehr teil. Bleibt einfach draußen. Zeigt's mal Firework Gamer richtig. Dafür, dass er so heimlich Profit einfach aus Dash hier rausholt. Ich bin gespannt, wenn er keine Teilnehmer mehr hat. Das wäre schön, ne? Ja, das wäre richtig geil. Ja, richtig nice, wenn der gar keine mehr hätte. Oh geil, noch 140 Meter, Leute, dann haben wir es geschafft. Dann ist die Bahn fertig. Oh geil. Krass. Ja, auf der Insel findet ja der große Weiterfight statt. Da werden wir dann beschwören. Ja. In der 99. Wo ich dann so den Witz mit Fraps gemacht habe. Warum? Fraps 99. Wie steht die Insel? Geil. Wir sind fast da. Das wird spannend. Das wird richtig spannend. Hoffentlich überleben wir das Ganze auch. Naja, Folge 100 wird sowieso geil. Mit dem verkrüppelten Enderdrachen. Ich freue mich schon drauf wieder. Der war so verkrüppelt, ey. Muss ich angucken, Part 50, dann siehst du es ja. Ja. Wie krank das war. Und dann der Marvin so versucht er einfach mal das Ende zu zerstören, also den Zugang zu den Credits. Und dann vergräbt einfach meine Leute einfach, versucht sie zu verbrennen, ey. Folter. Das war krank. Aber ich sag mal so, wie es ist, paar 50 wenn ich entstanden hätte, Marvin den Server gesponsert. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Krass, du warst schon bei Miro dabei. Miro? Ja, bei Miro 1 war ich dabei. Lol. Guck den Jahresrückblick an, dann siehst du nochmal meinen Hesekas epischsten Toad ever. Du lachst dich platt über den. Ja, okay. Falls du ihn nicht kennst. Das war's. Ja. So, dann ist die Folge. Ja. Soll ich dir mal euch erzählen, was da lustig war? Ich glaube, da erinnert sich der eine oder andere noch. Da war es so,
Ich suche mal Nesica, der halt sollte eigentlich was sammeln. Dann geht er einfach auf die Zombies los und was ist passiert? Maniska ist einfach an einem Creeper gestorben. Selbstmord. Und alle haben es immer eingekriegt, weil er selbst auch begangen hat. Und dann kam Meluja, so heimlich von hinten angesneakt. Ich wusste nicht, dass die Namen dann einfach ausgeblendet werden. Ich wusste es nicht. Hat niemand mir erzählt vorher. Und damit hat er mich getötet. Man sieht einfach, wie hier in der Skype-Konfi schreibst. Ja. Sieht man wirklich. Und ich so, Mann, der ist sogar voll angeschrien hier. Wieso machst du so einen Scheiß? Also, wie kann man wirklich sowas machen? Selbst mal beim Creeper, ey. Woran bist du gestorben? Wie hat's gesagt, Meluja hat sich dann heimlich von hinten angesneakt und hat mich dann getötet. Ach so, lol. Ich dachte, dass das auch vom Mayonnaise kommt. Lol, ich hab's gehört. Alles auf. Boah, ist das bitter. Ja, das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter. Vor allem, weil ich nicht wusste, wie man Schuhe nochmal craftet. Das war so bitter, ey. Jetzt haben wir wenigstens Rüstung. Ja. Heute Abend ist so wieder eine Aufnahme von uns und Atomic. Da geht's wieder ab auf dem Server. Viel werden wir nicht machen, wir wollen nur Obsidian haben. Ja. Schlag doch mal einen Baum ab mit der Hand. Ja. Echt. Ja, das ist die Folge, die ich mir gerade angucke. Ach ja, mit der Hand einen Baum abpacken, genau. Ja. Au. Das muss ja wehtun. Und dann fliegt das Holz heraus. Genau. Dann, zugebaut. Yes. So, wie weit sind wir jetzt mit den Coinern? Perfekt. Perfekte Mann. Dem. Krass, wie viele Let's Plays du schon hast. Wie viel ich schon gemacht habe, ne? Richtig krass. Meine Videozahl ist übermenschlich. Ich meine, Dragon Ball Adventure. Ich meine über 1000 Videos. Zu fast weniger als 500 Abonnenten. Ist doch ganz normal. Es ist wirklich sau normal. So, ein bisschen runter. Und noch mehr Steine. Yes. Wir sind fast da, Yes. Ich bin gleich da. Ich glaube, ich mein Ziel erreicht für diesen Part. Mein großes Ziel. Zur Insel. Genau. Der Insel, wo dann alles enden wird. Ich glaube, das sieht dann aus wie ein Friedhof, wenn wir hier fertig sind. Wenn der weiter hier aufgeräumt hat. Das wird lustig. Und ihr habt alle miterlebt, wie ich eine scheiß lange Lorbahn gebaut habe, die über einen Kilometer läuft. Dafür gibt's doch ein Achievement, oder? Nö, leider nicht. Ich nicht? Gibt's leider nicht, wenn man solche langen Lorbahn baut. Nicht, wenn man mit der Bahn fährt. Eigentlich nicht. Ich habe schon so viele Lorbahnen in meinem Leben gebaut. Ich nicht. Ich baue viel zu viele Lorbahnen. Ich mache ein riesiges Netz hier. Öffentliche Verkehrsmittel, wer braucht denn sowas? Dafür gibt es die Minecraft-Lorbahnen. So, jetzt brauche ich wieder Licht. Ich kann nichts sehen. So, und wieder was zu sehen. Ohne es vorliegt, spielst du auch? Ja, was in der Pause ist. Yay. Jetzt vorliegt habe ich auch mal gespielt, das weiß ich noch. Echt? Und wie warst du so? Scheiße. Ja, sagen wir alle, vor allem der Marvin. Der sagt, er findet, dass das Zeitverschwendung ist und er versucht, sich auf Level 8 hochzubringen, nur um mitspielen zu können.
Ja, ich weiß gar nicht, wie mein Account noch war. War irgendwie komisch. Ja, kannst ja anfangen. Atomic will auch anfangen. Ja, mach ich locker wieder. Der levelt schon. Bis Level 8. Weil das Spiel war richtig geil. Ja, ich bin Level 31. Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, was ich für ein Level war, ey. Und höher mit der Säule. Ja, ich baue unter Wasser wieder schön viele Säulen. Das sind aber die letzten zwei. Und jetzt sind wir ja da. Das ist ja die Insel. Da kommt der Bahnhof. Oh Gott. Ich muss mal kurz husten. Bis gleich. Ja. Da 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 da. So, das hätten wir verbunden, das auch. Die andere Säule fertig bauen, dann haben wir es ja. Ja, man fragt sich eigentlich, warum baue ich eigentlich Säulen? Weil man kann doch einfach so durchziehen. Naja, wirkt dann nicht mal logisch genug. XD. Und ja, wir haben zwar fast 20 Minuten jetzt, aber ich sag so, ich war nicht lange aufnehmen, bis wir das fertig gebaut haben. Das will ich auch schaffen. Habe ich wenigstens was erreicht für den Part. Oh, ich habe ein bisschen lange gehustet, ey. Ja. Oh, ich musste gestern den ganzen Tag husten, ey. Warum? Weil ich einen Tag lang nichts getrunken habe. Als ob. Wirklich? Warum machst du sowas? Ich weiß auch nicht. War einfach irgendwie so. Ich glaube, ich hole mir jetzt schon mal wieder es vor League. Ich wollte gerade League of Legends sagen, Mann, ey. Lass das mal aufbauen weiter. Da da dam, da da dam, da da dam. Also League of Legends schon mal gespielt? Nö. Krass. Ja, ich spiel kein League of Legends. Hart! Ich muss sagen, manchmal macht das Spiel Bock, manchmal hat man einfach keinen Spaß mehr. Wisst ihr, was ich überlegt, immer witzig finde? Beim im Beginner-Room, man kann die Hacker schön beleidigen. Ja. Yeah. Musst du aufnehmen und schön die Hacker beleidigen, das ist witzig. Oh ja, in der SVD damals ist noch. Ja. Da gab es manchmal so Scheiß-Hacker. Nur vor allem, einfach ein MSS Lieblingssprüche, ich erinnere mich wieder. Heute zum Mittag, gebratenen Hacker am Spieß. Ist doch geil, sowas. Ja, weniger gerne Hacker essen. Du kannst einfach nichts gegen machen. Die haben noch so einen scheiß Unlimited Boost. Was für ein Boost. Die können unendlich sprinten oder so eine Scheiße. Ja. Bei denen ist einfach richtig abgehoben. Total abgehoben. Krass, man kann einstellen, wann ist man geboren. Ja, ich bin 2017 geboren natürlich, ne? Ja. Krass. Also, es war doch gar nicht 2017. Weiß ich ja auch, ich komme aus der Zukunft. Jetzt mal ernsthaft, warum kann man sowas einstellen? Vielleicht, weil haben die halt eine der Entwickler ein Kind aus der Zukunft. Man weiß es ja nicht. Hey lol, die E-Mail-Adresse ist bereits vergeben. Okay, mit der E-Mail-Adresse habe ich mich aber noch nicht eingeloggt. Hat jemand geklaut. Hacker! Oder, sag mir nicht, da ich habe noch ein anderes Spiel davon. Das glaube ich nicht. Hoffentlich nicht. Das glaube ich nicht. So, wir sind jetzt auf den letzten Metern. Es sind nur noch 20 Meter. Wir sind da, Leute, wir sind da. Wir haben es geschafft, die Lombahn ist durch. Wow. Bahnhof bauen, los geht's. Wir haben es geschafft, wir haben die über 1 Kilometer Strecke jetzt hinter uns gebracht. Krass. Okay, das Passwort, was ich schon mal immer benutze, ist auf jeden Fall nicht. Vielleicht
war es, vielleicht als wurde es gehackt, Passwort geändert. Ja, mach ich halt. Ich kann meine E-Mail-Adresse eingeben. Ja. Das wurde geändert. Ach du Scheiße. Soziale Netzwerke. Ja, YouTube. So. Machen wir aus. 1, 2 und 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Passt doch! Krass. Festliche Grüße von PlayStation. Jo, wahrscheinlich. Genau. Finde ich auch. Da haben wir es doch, die Nachricht. Ja, ja. Dann gleich mein Passwort ändern darf. Ja. Und ich würde sagen, da wir bald verreicht haben, könnte ich eigentlich so langsam den Pop beenden. Was meint ihr? Krasse Sache. Krasse Sache. Wir haben sagen jetzt die Vorbereitung geschaffen für den großen Kampf gegen den Writer. Oh yeah. Es wird natürlich noch, hier wird natürlich noch einen Bedrock-Bunker geben, damit ihr auch sicher seid, wenn wir dann kämpfen. Wir wollen ja auch nicht sterben. Ich wusste es. Was? Ich wusste, dass ich den Account irgendwann mal erstellt habe. Nur leider war es in einem anderen Land, Wohnort Niederlande. Ach so. Ja gut. Ich wohne zwar in Deutschland, aber okay. Durch dann beende ich jetzt den Part. Ihr könnt natürlich wieder einen Kommentar und eine Bewertung da lassen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Willst du dich noch verabschieden? Nö. Alter, bist du hart. Ja, ne, krass. Ciao. Ja. Bis dahin und bitte jetzt nichts sagen, wenn ich mein letztes Mal gesagt habe, weil ich muss 4 Sekunden nach aufnehmen. Weil jeder es vergisst immer. Emerald Control!